Ich will ja nichts sagen, aber das macht jetzt einen. Oh, bitte schön auf. Alter! Bei die Fies! Oh, ich habe mein Fahrwerk verloren. Ja, wir überlegen. Was? Sag nochmal. Wir überlegen noch. Flieg dir jetzt mal. Das ist ein bisschen noch dabei hier. Wir sind ja jetzt beim Basteln. Über die 9, ey. Ja. Da Drohnenpropeller, ey. Ja, geil, oder? Hier wird's das ESC jetzt zerlegen, abrauchen. Da bin ich schon echt gespannt. Das ist wahrscheinlich auch schon total die Katastrophe. Also hopp, komm, meine Mähe ist schon fast leer vom Rumliegen. Ich bin auch komplett ohne Ausreden. Also nur mal zum Mitschreiben. Rechts, links, rauf, runter, links, rechts, passt. So, das ist rechts. Ja. Und wir sind auch sicher, dass jeder seinen eigenen Flieger fliegt, ja? Mhm. Aber dein Quer- oder dein rechtes schaut ein wenig tiefer, oder? Das ist Einbildung. Gehört das so? Eigentlich nicht. Also wir haben ja jetzt hier Air Core. Also, hauen wir hoch hier. Genau. Alter. Ja, komm, jeder schmeißt den anderen. Ob das geistig funktioniert, umzuschalten. Also wir sind jetzt soweit. Das ist ja voll wichtig. Die Mustang. Ey, der macht die Mustang klar. Oh. Was machst du denn mit dem Mais? Ich hab das Problem, was ich dir gerade gesagt habe, dass der Propeller sich von der Welle löst. Habe ich gerade demonstriert. Hast du mal bildhaft. Ich meine, ich sollte die Kamera einschalten, weil es. Bildhaft zelebriert. 9. Also irgendeiner muss jetzt halt umzeichnen, hätte ich gesagt. Wir brauchen dann noch eine 1 davor. Gleicher Staffelstall. Das Feste bei der Mustang steht Casey. Ja, der gleiche Stall darf es sein, aber dieselbe Flugnummer drauf. Das ist verwerflich. Auf der Mustang steht Casey 2 drauf. Wir brauchen noch einen Strich für 19 oder so. Also wir greifen mit an mit. Die Amerikaner! Oh nö! Die Amerikaner, gebaut von den Chinesen. Was sind denn die eigentlich gebaut worden? Ist das auch schon China-Ware? Das? Locker. Ganz bestimmt. Revell. Ganz bestimmt sogar. Was sind halt so Styropor-Sachen? Ich sag jetzt mal, die Easy-Stars sind ja auch nicht im Ausland geschäumt. Gewesen. Ich glaube, das ist bei. Früher. Das ist Beifang. Früher haben die das selber gemacht. Das ist. Haben die gar nicht lange rum überlegt. Da schau, ohne Stabi. Ohne Stabi. Der Martin kann auch komplett ohne Stabi fliegen. Das ist wahrscheinlich in diese. Also, darf ich den Knopf mal bei dir stilllegen? Nee, lieber nicht. Obwohl wir das schon öfters probiert haben. Aber bei dem bleibt noch das Seitenruder auch stabilisiert, wenn es ausschaltet, oder? Wenn ich ganz ausschalte. Sei wie ein Querruder. Okay, ja, das schon da. Ist ja putzig. So kannst du der Strich nicht fliegen. Das ist ja niedlich. Das ist ja ungefähr wie der Unterschied Thunderbolt zur Mi 109. Mustang war damals klein. Unglaubwürdig wirkt es. Die Mustang war nur unwesentlich größer als die Mi 109, oder? Ja, aber ein bisschen größer war sie. Einen guten Meter war die größer. Also, wer zuerst? Ja, ich. Mein Akku ist schon fast leer. Warte mal, ich muss mal kurz noch nachtrimmen, weil das Höhenruder stimmt nicht. Also da muss man tatsächlich drauf vertrauen, ne? Wenn das im Strag ist, alles passt, dann das stimmt. Oh. Und schon? Ja, das. Schau mal, ohne Haube fliegt er auch. Seh ich. Oh, das schaut scheiße aus. Seh ich. Cabrio fliegen. Alle mal zur Seite. Cabrio. Landing. wo ist denn jetzt die blöde Haube da geflogen, ey? Was ist denn das für ein Erbrochenes hier? Ich glaube, ich brauche mal einen Gummi. Das ist diese. Ja, das ist diese Fäule. Oder die? Schau mal den. Ja, das definitiv ist. Da geht diese Nickelschicht von den Neodin weg. Wir nennen das einfach Neodingrätze ab sofort. Weil ich glaube, die Zinkdruckgussgrätze sagt man ja bei den Märklin-Eisenbahnen. Keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Aber heute ist da eh Cabrio besser. Ja. Aber voll. Etwas gewaltige Unwucht.
Ich hab kein Fahrwerk. Sie ist Airco jetzt verschoben. Hat sich verschoben. Scheiße. Okay. Also ich sehe, wo er ist. Ich auch, ja. Besten Bilder wieder verpasst. Jetzt ist der Dieter hochgekommen. Dieter hat ihn hochgekriegt. Ich habe ihn hochgekriegt. Endlich mal wieder. Ja, die Amerikaner starten auch. Dieter, ich komme. Die Me 109 Staffel ist gleich da. Pass auf, die stehen da. Und immer auf dem Piloten, ja. Was ist denn eigentlich der Sprit? Die Spritzsorte 00? Toilette. Chemklo zum Nachfüllen. Das Chemklo zum Nachfüllen ist das. Was seid ihr? Fliegt ihr schon wieder so hoch oder was? Ich komme mal entgegen. Die sind ja Segelflugzeuge. Stell dir das Ganze mal jetzt mit der 4 oder 5 Staffel vor. Was das für eine Horror ist, wenn du dein Flieger aus den Augen verloren hast. Wir fliegen doch schon zu viert. Ja, gleiche, weißt du schon. B-109 halt. Die spritzen hier alle auf Zeiten. So fliege ich die ganze Zeit mit Fahrwerk draußen, ey. Das freut mich auch. Das ist gar nicht notwendig. Also da haben wir die Stadt. Ja. Ich bin wieder am Greifen. Kannst du auch Hands aufliegen, ne? Ich bin bewendig. Ich bin langsam. Ja? Ja, treffen wir uns heute noch? Ja, mit Sicherheit. Die lässt sich so präzise fliegen, da ist nicht viel Abstand zu dir. Habe ich hingeschaut. Der Akku-Diktator meint, ich soll da landen. Echt? Ja, keine Ahnung. Hey, ich habe die immer bis auf 8% runtergeflogen aus Versehen. Ich wusste, ob das irgendwie ein Problem macht jetzt. Ich habe zwar den großen Akku drin, der sollte eigentlich länger halten. So weit laufen wir nicht, ey. Das kannst du vergessen. Versaut, ey, das macht richtig Spaß mit demselben Flieger. Ich glaube, ich bestelle mir doch auch dasselbe Mustang. Ja, bitte. Das macht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du da richtig. Nein, ich habe dir das schon unmissverständlich gesagt, dass mir ein Mustang. Ich lande mal im Gras. Modell, wo ich mir bisher gekauft habe, wo ich mir gedacht habe, was denn nicht? Da war ich noch nicht so überzeugt wie jetzt von der da. Das Einzige, was dir halt fehlt, ist die Beleuchtung. Gejagt. Jetzt geht's los. Das ist, aber schau mal, ich habe hier sogar drei Blatt. Der Sohn des Dieters ist da. Das weiß ich nicht, wenn du das gleich mal testen möchtest. Und er muss jetzt den Feind hier spielen. Wenn du das mal auch mit Aircore, das war jetzt das Reinschnappen vom Aircore. Zieh noch mal raus kurz, ich brauche die Aufnahme. So, das Aircore ist weitgehend noch original, bis auf vorne der Spinner. Genau, ja, einfach was hier da hinten. Aber schau mal, tu mal raus. Schau mal, ja, dann ist der
Die haben schon Neodin-Gritze. Hilfe. Mit Sekundenleim habe ich meine jetzt fixiert. Du kannst mal Spaß halber den Originalpropeller nehmen. Und die Gestänge finden sich hier dann per Neodin auch. Total geil. Tragfläche sind auch mit Neodin befestigt, also der fliegt auseinander und deswegen geht er nicht kaputt beim Absturz. Bei der leisesten Berührung zerfällt er zu Staub. So, da haben wir dann eine Siro, eine Focke-Wolf, noch eine. Ich habe das mal zusammengebastelt da mit dem Propeller. Noch eine Piana 50 Mustang. Ja, das ganz schön. Ja. Also deine Siro ist ja grün. Schau dir mal die Unwucht an. Nee, das ist ätzend. Das ist ja voll schön. Das ist ja übel. Und noch eine Focke Wolf. Du hast daheim noch einmal ein anderes Muster gehabt, oder? Von der Focke Wolf? Nee. Irgendwas anderes noch? Also was gibt's denn da? Spitfire gibt's noch. Spitfire, ja. Und die fehlt nicht. Aber die Zero, die hat zwei verschiedene Varianten. Ich glaube, da gibt es sogar drei verschiedene Varianten, ne? Glaub nicht. Im Prospekt. Ich glaube, von der Zero gibt es drei. Ich weiß es nicht genau. Was findet der da so wackelt? Echt? Das Motorwaschzei. Das Motorwaschzei. So, und hier von Eschin. Ja, wenn der auch gekommen ist. Der hat einen Brushless-Motor. Ja. Genau. Ja, das war jetzt meine Wahl, warum ich die gekauft habe, weil die Aircore tatsächlich einen Brushless-Motor drin haben. Und ich das letzte Mal mit meiner P40 deiner Mustang nicht nachkommen bin. Das waren schlaflose Nächte. Ich habe schon überlegt, da einen anderen Motor reinzubauen. Das geht gar nicht. Wenn ich die Hälfte von der Steigerade habe, wie der Christian. Sollte man unbedingt ins Feld schmeißen, wenn man die jetzt dabei hat. Ja, jetzt weiß ich ja, wo sie drin sind. Die fehlt dir dann später. Schau. Ich brauche jetzt dieselben Ersatzteile leider. Ja. Und das ist ein heiß umkämpfter Markt, diese Sachen da, diese Krönchen. Ja, aber du machst sie ja selber. Du ja, das ist ja selber. Nee. Lua. Für teuer Geld, hey. Luda di La Vinci, nee, wie heißt das Ding? Leonardo da Vinci. Leonardo di La Vinci. Du hast doch mal hier einen Flüssigharzdruck, oder? Ein was? Einen Flüssigharzdruck hast du. Was? Ja, habe ich. Das müsste doch damit auch gehen. Die Krönchen aus dem Haus. Das müsste doch besser als FDM gehen. Ist zwar spröder, aber... Es wird spröder sein. Das muss man probieren, ob das dann nicht jedes Mal hier ein Klack ist. Da musst du das dann... Soll das Dosis sein? Schau mal, das da kommt hier der Ingenieur vor, weißt du? Er macht das dann so, dass das dann hier direkt auf den Kranz aufgeklickt wird. Du kannst mir ja eine Datei schicken und ich druck's dir aus. Dann klicken wir das drauf. Ich schick's dir sogar aus. Ich druck's dir sogar aus, wenn du mir die Datei schickst. Du brauchst ganz normale STL-Datei, ne? Ganz normale STL, ja. Und ich tu die dann halt im... Schau, das wie nennt sich der... Drauf. Der Slicer dort. Ja, Cura. Schau da wie. Nein, das ist nicht Cura, das ist. Wichtige. Ich weiß, ob das eine alte Version ist oder ob das schon neue war. Ich weiß nicht, jetzt macht er die alten drauf. Er hat schon welche mit TPU gedruckt dabei. Die fanden echt gut. Soll ich den mal ausprobieren? Aber der Drop ist halt ganz schön schwer, ne? Aber die alte Version von den TPU, da geht es halt um Zehntel, ne? Die muss halt passen. Das muss genau. Der Sitz muss genauso sein, dass der... Das ist nicht ein Drohnenpropeller von mir. Ah, sehr schön. Da ist wunderschön. Das TPU-Teil, aber das ist noch zu locker hier. Ja, das ist das TPU-Teil. Ja. Schön. So muss das sein. Kontrolle halten immer. Schaut euch die Flugjugend von heute an. Soll ich dir die Chips auf Handhöhe halten? Oder halt nicht die Salzstangen sind leider am Boden. Ne? Du brauchst da noch einen Kessel auf der anderen Seite, dann wäre das total geil. Wo ist er denn? Da oben ist einer. Bist du schon abgestürzt oder fliegst du noch? Das ist jetzt die Ishin Mustang, ne? Ja, bis jetzt war ja das kein Thema. Das ist eine P51, ne? Mhm. Also wie gesagt, wenn das nicht funktioniert mit dem Treibblatt, das ist jetzt wirklich ein Experiment an dem Originalpropeller. Ich habe keinen Akku mehr. Ich weiß auch nicht, wie. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass da einer drin ist. Du fliegst noch. Also du musst mindestens einen Akku besitzen. Beide fies. Oh,
Kaputt machen. So, was hast du denn jetzt davor? Hm? Kaputt machen. Kaputt. Kaputt. Eine Muschtang. Muschtang. 1,5 Ampere. Wahnsinn, was für ein Monster-Ladestrom. Mit der Neodym-Folie war das ist schon jetzt die Grätze. Da bin ich beim Werfen genauso. Die Neodym-Grätze. Also ich mache meinen noch gar nicht fertig, weil ich glaube, wir sind gleich wieder beim Suchen. Oder? Achso. Es wird auf jeden Fall spannend, ja. Wir machen auf jeden Fall den Wurf über die Wiese. Also jetzt wurde da ein Propeller von meiner Drohne hingemacht, den ich ausgemustert habe nach dem Crash. Also ein unwuchtbefreiter. Nochmal. Ist das Original, dass das Höhen- oder negative V-Form? Ja, ja, die können verbogen. Du weißt ja, schief fliegt gerade. Schon. Also macht er nichts draus. Das heißt, dass er im Rückenflug auch stabil fliegt. Ja klar, dass immer irgendwas Positives die Jedral hat. kann ja nur gut werden. Lass ich mal kurz hier. Was ist das hier? Jetzt das hier. Ja, Kopfblatt, bitte. Noch ist er oben. Ist das Vollgas? Nein, Halbgas. Gut. Gar nicht schlecht. Ich will ja nichts sagen, aber das macht jetzt einen Rücken. Oh, bin ich schön auf. Alter! Beide fies! Hey, funktioniert gut. Ihr könnt auch rein. Mal deinen Auftrag irgendwie erklären. Er fliegt gut. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass du genau auf mich zukommst. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du das stehst. Leg dich mit dem nicht an, das ist eine Kampfsau. Der da? Ja, ja. Die, also gut, dann schaffen wir weil das. Weil du zerlegst dich. Er nicht, er fliegt weiter. Ja, so, das ist. Ich bin die Vorhut. Also du, wenn ihr an mir dran seid, kommt er aus der Sonne. Also vielleicht stoßen wir auch heute mal nicht zusammen, das Gras ja, ist so das hoch. Ist wir probieren mal Staffelflug, ohne zusammen zu stoßen. Aber wenn ich das bis jetzt historisch gesehen gesagt habe, ist immer was danach passiert. Und jetzt alle auf den Christian oder habe ich da was falsch verstanden? Ja. Ich glaube, der Feder durch einen Schwarm Obstmucken. Okay. Das ist die B17. Wir spritzen dann auf Zeiten. Also macht mal. Ansage. Also egal, irgendwie ist meine Steig. Meine Steigleiter ist auch nicht so gut. Ich glaube, ich brauche einen anderen Prop. Ach. Das ist gar nicht durch. Jetzt fliegt dem Martin hinterher. Warum rolle ich immer nach rechts? Weil die Drohung jetzt stimmt. Bist du hier? Die Höhe stimmt auch nicht so ideal. Wahrscheinlich ist es Aircore. Wir schieben es einfach aufs Aircore. Machen wir was Sinnvolles. Fliegen wir mal Verband hier. Nee, ich muss. Jetzt stimmt wieder alles. Einen Schlenker gemacht und es fliegt alles. Da war bestimmt irgendwas ausgekuppelt. So, rechts rum. Machst du langsamer, oder? Ja. Okay, dann muss ich ja bloß wissen. Ja. So Halbgas. Hey, das liegt am Akku. Ich habe das Fahrwerk ausgelegt. Weißt du, was das bedeutet, ne? Du bremst. Ergebe mich. Ich glaube, der Akku ist kaputt. Jawohl. Irgendwann. Ich habe die falsche geschaut. Nein. Keine Ahnung, warum die plötzlich gelenkt hat. Ich muss mal kurz meinen Aircore überprüfen. Irgendwas ratzt da bestimmt. Nee, so weit weg nicht. Blöd, ey. Wahrscheinlich stürzt sich jetzt wie hier diese extra Kurve ab. Ist ja fast wie ein Flugzeugdreher hier. Okay.
Das schaut immer so theatralisch aus. Scheiße. Das ist aber nicht original. Doch, das ist original. Ach. Ist das die Eingeweide, die da ausgestreut hat? War da das Gras vorher schon drin oder ist das wie hier der Landung jetzt? Das ist doch mal, ey. Völlig normale Erdkörperlandung. Das ist schlimm. Warte, ich mach da ein Bild. Das muss ein Thumbnail werden. Das schaut so schlimm aus. Ganz normale Aircore-Landung. Ich lege mal, wie es. Ja, so original schaut so aus, ja? Wie es original aus dem Laden aussieht. Und wie wenn der Dieter mitgeflogen ist. Warte, wir haben ja da noch einen drum, ne? Ja, weißt du, das ist Pulver. Vorher war er komplett aus und der hat hier praktisch wieder beim Ausrollen wieder zusammengefügt. Schau mal, wenn man da noch so weiße Trümmerteile so hinlegt, dann schaut es noch schlimmer aus. Das schaut doch schön aus. Perfekt. Also das eine ist Laden neu und das andere ist, wenn der Dieter mit fliegt. Ganz normale Landung. Ein ganz normaler Tag im... Der normale Wahnsinn. Im Land der Aircore. Ja, schön. Ich glaube, ich fliege auch ohne Fahrwerk. Das kann nicht schlimmer werden. Das ist wunderschön. Aber die Medi schaut noch richtig schön neu aus. Ja, der ist noch nicht viel damit geflogen. Oder nur in Englisch, auf englischen Sportrasen, was das jetzt auch immer bedeuten soll bei einer ME109 oder BF109, muss man ja eigentlich sagen. Messerschmitt BF109. Genau. So, das ist die, war irgendwas? Nee, keine Ahnung, es ist irgendwie. Ist gut, da ist prima. Es fliegt halt alles, es ist nur mit Magneten gehalten und es fliegt halt auseinander. Das ist mein knapp über 100 Gramm Fluggewicht, was soll passieren? Ne? Mhm. Was hast du jetzt vorhin gemessen ohne Akku? 135 mit Akku. Und da ist ja ein bisschen mehr Kleber als bei meiner drin, ja, schätze ich. Ja, das ist klar. Aber 135 Gramm. Also, seid ihr wieder bereit? Ja, ich schon. Ich habe sogar heute das Y-Kabel oder so. Ich habe auch eins dabei. Aber ich habe keinen Akku für die Aircore, das ist ein Problem. Müsste nicht voll sein, was da drin ist? Also ich kann dir ja meinen, wenn der vollgeladen ist, mal ausleihen. Können wir mal gucken, ja. Halt mal, dann müssen wir es da anpassen. Ja. Also hier hätte ich... Achso, der Stecker passt aber nicht, ne? Nee, der passt nicht. Also du hast noch einen Adapter. Okay, nein. Ihr wartet noch kurz, dann ist der andere Akku der Ladegerätin voll. Sollte eigentlich gleich voll sein. Aber dann könnte ich jetzt gleich meinen Akku austauschen und den wieder laden. Ja. Ich könnte auch mal fliegen. Wenn nicht jetzt fliegen, jetzt warte halt einmal, bis alle da sind. Du fliegst immer dann, wenn keiner fliegt. Ja, weil wenn jemand fliegt, dann stürzt sich ab. Gerüchte. Ja. Infame Behauptungen, am Ende meinst du, wir haben dich abgeschossen. Aber das würde ich gerne entgegennehmen und mir eine Abschussmarkierung drauf machen. Weil so ganz ohne geht es ja nicht. Aber jetzt einmal Spaß beiseite, was bedeutet Sprit 00? Steht bei dir auch drauf. Das ist ja nichts Besseres eingefallen. Das ist kein Klo. Wahrscheinlich haben sie die 1 davor vergessen oder ist das so. Nicht 80 oder 86? Also, wie viel? Scheißegal, glaube ich. Sind das die Oktan? Das schon. Hat eine Liane. Nee, nein, weil der Treibstoff für die Düsen ist ja. Mach's nur hier. Feldgarnspinnen. Gut. Ich glaube, ich schaue jetzt also noch. Also bevor da die Gewitterwalze durchgeht, muss die wieder zerlegt sein, da die. Ja, die das K. Aber das. Warum das? Ist? Nee. Dieter, warum? Warum? Papa, also, wo ist der Akku? Da. 86% sind da noch drin. Perfekt. Genau. Bei der Rade, wo so das ist Ding das hier recht. Nur 86% dem Sohn gleich ein Bein stellen, dass er nicht zu schnell ist. Ja, dass ich hier den Feinflug. Dass wir auch nachkommen. Ich testen, ob der Akku. Kann ich mir die Fahrwerke eigentlich. Du hast keine Fahrwerke, ne? Nein, ich habe hier keine. Ich würde sie ja gerne dran machen, aber ich habe keine mitgekauft bekommen. Ja, ich habe sie sogar reklamiert. Ich glaub, die lassen sich nicht so leicht lösen. Schon, ne? Das ist, glaube ich, obwohl, das sind Focke-Wulf-Räder, ne?
Die sollten dann schon gehen, aber... Hopp, komm, ich mach sie drauf, ne, dass dann irgendjemand behauptet, es liegt da dran. Unwuchtig. Ich hab den Kondom von dem Kopf drauf. Ja, das sind ja der Dienstleben, oder? Also, es dauert nur noch eine halbe Stunde. Ja, dann fliege ich. Also dann, alle starten. Seid ihr fertig? Yep. Oh, ich habe mein Fahrwerk verloren. Das siehst du mein Problem. Oh, ja, hast du gesehen? Durch die Sonne. Oh, seid nicht alle. So, ich komme wieder entgegen. Ja, ich auch. Ah, da war die Mustang. Das ist doch der Lukas. Oh Scheiße, welcher war jetzt leider mal meiner? Leute. Es gibt Trümmer, sag ich euch. Ein Glück, dass ich einen Helm auf habe. Ups. Falsch verschätzt. Falsch. Wir können doch zusammenhalten. Achso, na, aber du weißt ja, historisch gesehen hier auf der Wiese ziele ich immer auf Deutsch. Aber mir ist das egal, die da, Hauptsache du sitzt drin. Da ist die Wetterstrecke. Ich bin hinter dir auf deiner 6 Uhr, ey. Ich sag dir, irgendwann schlüssel noch zusammen. Den hab ich abgeschüttelt. Oh nö. Blöder Akku. Ey, wie wär's denn, wenn wir jetzt alle mal hier schöne tiefe Vorbeiflüge machen, ohne zusammenzustoßen. Seid ihr? Ich bin schon unten. Ja, flieg weiter. Ja, ja. Uiuiui. Ja, ich habe jetzt fast zu viel auf dich geschaut. So. Ich glaube, ich muss mal landen hier. Es regnet. Was? Das ist der Angstschweiß. Nein, es regnet nicht. Und haben dich ja, gerade 100 Gramm Geldwurst auf. Schau mal, hier ist tiefes Jagdgeschwader. Bist du denn? Stimmt, es regnet. Ja. Komm jetzt mal geradeaus fliegen hier. Okay. So, einen Graben entlang. Ich muss sagen, ohne Fahrwerk schaut die echt schön wieder aus. Rum. Oh, nö. Shit. Mann. Muss das jetzt sein? Ja, ich muss landen, meine Kamera. Oh, los ins Trocken. Ey. Achtung, alle aus der Bahn. Oh, ich seh nichts. Oh, weia. Hab ich drauf. Ey, deine Plaggerfarbe wird sich auflösen. Fingermalfarbe löst sich da auf dem Flieger. Mann, Scherz. Oh. Igitt. Die Neodym-Freunde. Die Elektronik, die Beilachscheiben, die... Die fahren dann so frei hier. Die unversehrte Ver... Die unversehrte Anleitung ist jetzt anders. Schaut euch das an, als wenn jemand geweint hätte. Einmal ähnlich
stopp, das sind die ganzen kleinen Flieger, komm hierher. Kommst du da rein? Alter, der Flieger ist zu groß. Weiter reindrehen. Vorsicht, den Leitwerk. Ja. Ja, passt. Halt, schau. Du hast ja noch die Magneten als Abstandhalter. Hab das passt. Das hält, das passt doch. Kannst du machen. Oh Junge. Oh, Marcel war da auch nass. Ihr seid zu schnell, zu flink. Der Dieter ist noch beim Basteln. Ja, ich bin ja schon fast. So, aber ich muss auch noch. Ich muss meinen Akku noch neu stecken. Also, auf die Dietersens brauchst du nicht warten. Wir fliegen jetzt einfach, oder? Hallo, Dieter. Ich bin ja schon fertig. Was für ein Quatsch. Und wie schaut's aus? Es schwebt. Ja, ja. Du suchst mir in der Wiese beim Regen. Es wird zu viel Gegenverkehr hier. Der Schatten ist gerade durchgeflogen durch mir. Was ist schon wieder? Ah, ein Fangverlust. Ungünstig. Also was ist denn jetzt hier mit Tiefe Vorbeiflüge? Hier jenseits vom Graben einmal vorbei, schön im Tiefflug. Ja, so rechts rum. Ich dachte, dass ich mal auf das drücken soll hier. So, Turn. Also, umdrehen. Oh. Ich glaube, ich muss rein. Oder zumindest komme ich nicht mehr im Wind an. Ich war gleich nochmal weinig. Also, aber du musst ihn mal kurz schmeißen, weil ich sage, das ist aber blöd. Da ist mal kurz das Video. Schon geiles Flugbild, ne? Was schnüffelst du da an meinem Auspuff, ey? Alles ohne anfassen. Ja. Rein platt.
Rein platonisch. Ich muss da lang schon rein. Mein Spitz wird leer. Sieht er vorbei brummeln, ey. Noch eine Raste vom Gas wegnehmen, dann haben wir ungefähr die synchrone Geschwindigkeit. Jetzt schaffen wir es, wenn wir hier landen. Ja. Ich würde nämlich gerne, bevor ich... Hui! 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 Da hat jetzt aber kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst, ey. Nee, das... Das war gut. Hätte ich gesagt. Halber den Finger. Das wird noch ein Hals daran. Ich lasse mich gerade anfassen. Schaffst du das so, nach einem Lettmann zu fliegen? Wie geht das? Aha. Ein Akku-Diktator schreibt mir vor, dass ich jetzt landen muss. Ja, wenn man halt mit der Stabi fliegt, du musst ihn so halten, weil ich muss dann kannst du frei fliegen. Ich kann auch so frei fliegen. Hm. Ups. Das ist fast ein wenig. Landest du, Dieter? Ja. Ja, oder sowas ähnliches, ja. Willst du mir jetzt sagen, dass mein Auge vielleicht auch leer ist? Ja. Kannst du mir vielleicht den Müll einmal mitbringen da? Warte, ich muss mal kurz was. So, Achtung! Also, Körbe einziehen, der Martin ist beim Landen. Wie schaut denn das da drin aus? Genau, Annika. Geht da irgendwas? Oh. Nein. So. Nicht so wenig, deswegen habe ich den jetzt auch nicht geschmissen. Ich verziehe das Spiel ausgehen. Hast du den Propeller? Ja. Ja, aber ja nicht so wenig. Ist die. Runter? Ja.